Die Narren sind los. Alaaf und Helau, seid ihr bereit? Willkommen zur bekloppten Zeit. Auf einen Schlag werden alle dämlich, denn das befiehlt das Datum nämlich. Es ist die Zeit der tollen Tage, so eine Art Idiotenplage, eine Verschwörung, blöd zu werden, die jährlich um sich greift auf Erden. Eine wahre Ausgeburt der Hölle und Ausgangspunkt davon ist Kölle. Denn dort gibt es nicht nur RTL, das Fernseheinheitsbreikartell, sondern auch jede Menge Jecken, die sich auf Nasenpappe stecken, in Teufelssekten sich gruppieren, danach zum Elverrat formieren. Und dann muss selbst das döfste Schwein dort auf Kommando fröhlich sein. Auf einmal tun in allen Ländern die Leute sich gar schlimm verändern. Schmeißen Bonbons an die Schädel, betatschen Jungens und auch Mädel und tun jeden, den sie sehen, ganz furchtbar auf die Eier gehen. Doch was soll man dagegen machen? Soll man vielleicht darüber lachen? Es hilft kein Schreien und kein Schimpfen, man kann sich nicht dagegen impfen. Die Macht der Doofen ist so stark, dass man sich nicht wehren mag. Am besten bleibt man zu Haus und sperrt den Wahnsinn einfach aus. Man schließt sich ein paar Tage ein und lässt die Blöden blöde sein. Und steht so ein Narr vor der Tür mit so einem Pappnasengeschwür und sagt statt Hallo nur Helau, dann dreh ich ihn um, die arme Sau, und tritt ihm kräftig in den Arsch und ruft dabei, Narr, Halla, Marsch!